Ja, herzlich willkommen zum Event Liedbech im Schmetterlings- und Kunsttaumel. Dieses umfangreiche Kunst- und Umweltprojekt fußt im Grunde auf meiner künstlerischen Arbeit seit 8 Jahren. In diesem Schmetterlings-Kunst- und Umweltprojekt treffen sich nun die Künstlerin, die Kunsthausbetreiberin und die Geografin. Es ist einfach beeindruckend, dass in den 6 Monaten tatsächlich von 72 Frauen Deutschland und weltweit 2000 Schmetterlinge gehäkelt wurden. Insgesamt haben in den verschiedensten Bereichen an die 300 Nicht-Künstler mit großer Begeisterung sich an diesem Event beteiligt. Mit den beteiligten Künstlern waren 315 Beteiligte. Auch die Jugend und Kinder ließen sich von diesem Schmetterlingsfieber anstecken. Die Grundschule und der Kindergarten Liedbergs beteiligten sich mit einem Kinderschuhparcours und einer lebensgroßen Stoffpuppe. Der Chor des Gymnasiums Korschenbruch sorgt für den musikalischen Rahmen bei der heutigen Vernissage. Everybody's talking about bang, isn't check, isn't drag, isn't mad, isn't rag, isn't tag, isn't this, isn't that, isn't ism, ism, ism. All we are saying. Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Dresholz, im Namen aller Gäste darf ich mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass wir heute wieder hier bei Ihnen in diesem wundervollen Garten zu Gast sein dürfen. Das ist natürlich ein ganz besonders inspirierender Ort hier. Das habe ich ja im letzten Jahr auch schon festgestellt mit dem Blick auf das Liedberger Schloss und die Liedberger Schlosskapelle und diesen wunderschönen Wald, den Liedberger Haag. Ich glaube, diese Atmosphäre trägt auch einiges dazu bei, dass Sie immer wieder aufs Neue inspiriert werden zu diesen Ausstellungen. Sie haben das Thema Umwelt- und Naturschutz ja zum Schwerpunkt gemacht. Und ich glaube, mit diesem Symbol des Schmetterlings und mit Ihren Ausstellungen gelingt es Ihnen auch immer wieder auf dieses wichtige Thema Vergänglichkeit und Nachhaltigkeit, wie wir leben, hinzuweisen. Ganz herzlichen Dank also, dass Sie wieder diese großartige Veranstaltung in Ihrem Garten durchführen. Ich hoffe, dass die nächsten 3 Tage, die ja unter dem Vorzeichen der Kunst hier bei Ihnen zu Hause stehen, ein voller Erfolg werden und freue mich jetzt gemeinsam mit Ihnen allen auf eine tolle Ausstellung. Herzlichen Dank. Ich bin Regina von Reitzenstein. Ich bin in Caracas, in Venezuela geboren und mache Malerei hauptsächlich. Tiere, Landschaften und alles, was mich an meine Heimat erinnert. Das ist die Arbeit von Karen Sewell aus Neuseeland, die extra deswegen angereist ist. This is my installation artwork. It's a metaphor for light and light-giving bodies. What I'm wanting to talk about is a connection with the universe and our balance in the planet. So between humans and the earth, we need to have a balance so that the earth can flourish and the humans can flourish. Das gehört auch zu meiner Schmetterlingskäfiginstallation, wo ich sage, man kann Schmetterlinge nicht einsperren. Und ich habe hier Schmetterlingskäfige gestaltet, immer mit geöffneten Türen. Und die Schmetterlinge fliegen alle raus und sind glücklich, dass sie wieder befreit sind. Die Erde immer noch
Es handelt sich um ein vertontes Gedicht. Das Gedicht ist von Wolfgang Schiffer und das heißt Schwierigkeiten beim Schreiben von Gedichten. Und das ist vertont mit elektronischer Musik plus Cello. Gesprochen ist es von mir. Hallo, ich bin Camille Schigala, arbeite unter dem Künstlernamen Little Bricks und mein Medium ist komplett nur Legosteine. Also ich arbeite ausschließlich mit Legosteinen, habe damit angefangen, als ich 2 Jahre alt war und die haben mich so fasziniert, es hat mich einfach nicht losgelassen und irgendwann ist daraus Kunst entstanden. Das Besondere an den Sachen ist, dass ich immer nur Steine mit einem Noppen Größe nehme. Da habe ich jetzt sehr viel mit dem Licht gespielt. Ja, das ist eins meiner Arbeiten, die heißt Wandlung und ist 2013 entstanden. Beschäftigte sich damals ganz aktuell mit dem Atomunglück in Fukushima. Das heißt, damals wurden zunächst Schmetterlinge vorgefunden nach dem Unglück, nach dem Reaktorunglück, die also mutiert waren. Und das war die Ursache, die Strahlung, die radioaktive Strahlung, die da ausgestrahlt wurde durch den Unfall. Und dass es natürlich sehr wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind und die Welt, unsere Umwelt und das Klima schützen. Danke.